Ja, Lukas Kiefer hier. Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt 2:1. Erste Heimniederlage und erste Niederlage nach dem Hinspiel in Frankfurt. Wie ist dein Fazit zu diesem Spiel? Ja, es ist ein bisschen bitter, dass heute passiert ist, aber dass irgendwann mal eine Niederlage kommt, ist auch völlig verständlich. Spielverlauf hatten uns nicht so in die Karten gespielt, aber ich denke, wir haben uns trotzdem das ganze Spiel dann versucht zu wehren. Die Gegentore kamen ein bisschen unglücklich zu den Momenten. Und zweite Halbzeit haben wir nochmal alles versucht. Der Ball wollte heute einfach unsere Recken erst nicht rein. Ich sage, wenn wir da durch Elfmeter oder vielleicht auch durch die Standard dann nochmal ein Tor machen, wird es vielleicht nochmal heißer hier im Stadion ein bisschen. Aber müssen wir so annehmen, gehört auch mal dazu und wieder aufstehen und weitermachen. Ich denke, es war nicht alles schlecht. Von daher das Negative oder das, was nicht so gut war, einfach analysieren und dann weitermachen. Na, schauen wir vielleicht nochmal die erste Halbzeit an. Denkbar ungünstiger Start in der zweiten Minute. 0-1 durch Elfmeter und dann eigentlich gutes Spiel, aber das 1-1 fällt nicht dafür. Kurz vor dem Pausenpfiff 0-2, 0-3. Was habt ihr euch dann auch in der Pause, was habt ihr da besprochen? Ja, dass wir uns auf jeden Fall nicht ergeben werden, dass wir nochmal versuchen, alles, was in uns steckt, rauszuholen, egal wie das Spiel ausgeht. Und das, glaube ich, haben wir auch geschafft heute, auch wenn es natürlich jetzt bitter ist, dass es nichts mehr gereicht hat am Ende. Zweite Halbzeit hat ja gut begonnen, gleich der Elfmeter, Unglück dabei und dann ein Anrennen auf das Frankfurter Tor. Guter Torwart, 18 Eckbälle habe ich gezählt, wenn es stimmt. Und das Tor eben dann erst am Ende, das 1-3 von Kalajdzic. Schade, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn es vielleicht schon früher fällt, das 1-3, dann können wir noch mal vielleicht ein bisschen was starten. So haben wir es trotzdem weiterhin versucht. Und ich glaube, es sieht auch den Charakter der Mannschaft so, dass wir uns da nicht ergeben haben. Und so Spiele halt auch mal dazugehören, dass du halt auch mal verlierst am Anfang, das ist so 3-0 oder 0-3, das hört sich erstmal ein bisschen hart an, aber ich glaube, das Spiel war nicht wirklich so dem Ergebnis geschuldet, deswegen, ja, man muss es einfach akzeptieren und weitermachen. Dann sieht man uns und hören tut man uns auch und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 25. Spieltag. Boah, hier pfeift es von hinten, da kommt der Wind nochmal rein. 25. Spieltag in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt 2. Endstand vor 6.530 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau 1-3. Ich begrüße alle Gäste oben in der Spielbank Business Lounge, alle Presse- und Medienvertreter hier unten und natürlich ganz recht herzlich beide Trainer, Gästecoach Christian Glibo und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Herr Christian, 3-1 bei den Kickers zu gewinnen, da sehe ich bestimmt einen zufriedenen Trainer der Eintracht hier. Ja, erstmal hallo in die Runde. Wir wussten, dass wir heute eine Top-Leistung brauchen gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft, die seit 16 Spielen ungeschlagen war. Und wir wussten auch um deren Stärken. Das hat man vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment geben, weil wir wussten, auch vor der Partie, dass wir den einen oder anderen ersetzen müssen. Wir hatten 5 Änderungen in der Mannschaft und so wie meine junge Mannschaft das auch taktisch umgesetzt hat, den Plan in der ersten Halbzeit war wirklich sehr, sehr gut. Wir waren abgezockt, wir haben wenig Torchancen zugelassen, haben eigentlich fast jede Chance gleich genutzt, hatten noch mit Nino nach einer Ecke, der frei vor dem Tor stand, wenn er etwas Ruhe hat, noch eine gute Möglichkeit. Und ja, so sind wir verdientermaßen mit 3-0 in die Halbzeitpause gegangen. In der zweiten Hälfte sind wir klasse rausgekommen mit der Doppelchance von Noel, Innenpfosten. Eine Minute später dann mit der Picke versucht, am Torhüter vorbeizuspitzeln, der ihn hält. Ja, und dann kam schon eine Schlüsselszene, der Foulelfmeter, wenn der reingeht, dann wird es natürlich sehr heiß hier. Kauer hält ihn klasse. Und ja, da mussten wir in der zweiten Halbzeit schon sehr leiden. Ja, aus dem Spiel heraus war jetzt nicht das Problem, aber die Standards. Ja, und da wussten wir auch vor dem Spiel, ja, auch aufgrund der Tatsache, dass bei uns große Spieler gefehlt haben, ja, dass da die Luft heute bei Stuttgart liegt. Das mussten wir verteidigen. Ja, hatten mit Kauer einen im Tor, der die zweiten Bälle klasse pariert hat, das muss man wirklich sagen. Und am Ende des Tages hat meine Mannschaft aufopferungsvoll gefightet, sich in alles reingeworfen. Ja, und hatte noch ein, zwei klasse Konter, die hätten wir auch setzen können. Am Ende des Tages bin ich sehr, sehr zufrieden, ja, mit der Einstellung, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und wünsche natürlich euch alles, alles Gute. Ihr habt eine Top-Mannschaft, klasse Fans und ihr werdet euren Weg gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Ja, Musti, wir haben lange überlegt, wann es zuletzt 3 Gegentore gab. Zu Hause sowieso schon sehr lange her. Ich weiß nicht, ob es in deiner Amtszeit überhaupt schon war. Wie fühlt sich die 1-3 Niederlage heute an? Ja, auch von meiner Seite erstmal hallo in die Runde. Und ja,
ungewohnt für alle, glaube ich, dass man mit einer 0-3, ja, mit so einem Ergebnis in die Halbzeit gehen muss. Für alle eine ungewohnte Situation, für die Spieler, für die Fans, für das ganze Umfeld. Ich denke, die Niederlage, müssen wir aber vorneweg sagen, war insgesamt ja verdient, weil Frankfurt einfach, also die waren wirklich sehr abgezockt. Für das, dass eine U23-Mannschaft ist, haben sie super umgeschaltet, haben die Chancen auch eiskalt verwertet, führen dann 3-0 mit 3-10 oder 4. Ja, das war einfach so, dass wir nicht gut verteidigt haben in den Szenen, nicht mutig vorverteidigt haben und Frankfurt das dann auch gut gemacht hat. Das hat man gesehen in jeder Umschaltaktion, wo sie wirklich umschalten konnten, wo wir nicht richtig markiert haben, waren sie gefährlich. Dann waren sie eiskalt und offensiv in den 3-4 Aktionen, wo wir eben eins hätten setzen können, sollen, müssen, haben wir es nicht gemacht und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Aber wie gesagt, alles in allem müssen wir es anerkennen. Die Niederlage ist nicht unverdient heute. Trotzdem war es in der zweiten Halbzeit nicht einfach für die Jungs dann, nach dem 0-3 nochmal Gas zu geben, dran zu bleiben, zusammenzuhalten, zusammenzustehen mit den Fans. Da möchte ich mich auch bei den Fans bedanken für das Gespür. Ich denke, mit einer Führung ist es immer einfacher, die Mannschaft zu pushen, aber in der zweiten Halbzeit, unabhängig vom Ergebnis, hatten wir einen Mega-Support. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und die Mannschaft hat aber, glaube ich, auch bis zum Schluss alles gegeben und alles probiert. Deswegen ist es nicht gefallen, das Tor. Ja, selbst nach dem Elfmeter nicht. Und am Schluss macht Kalajdzic noch, aber da war schon fast zu spät. Aber wie gesagt, war so ein bisschen ein gebrauchter Tag. Müssen wir nach vorne schauen, weitermachen, die Fehler ansprechen, weiterarbeiten. Ich denke, heute hat man wieder gesehen, wie viel Niveau, wie viel Klasse, wie viel Qualität diese Liga hat. Und dass kein Spaziergang ist, jedes Spiel ist sehr schwer, sehr hart. Und jetzt werden wir wieder die richtigen Schlüsse ziehen und dann wieder in Hoffenheim angreifen und da wieder versuchen, ein richtig gutes Spiel zu machen und hoffentlich auch im richtigen Ergebnis dann rausgehen. Vielen Dank, Usti. Ich schaue in die Runde. Gibt es Fragen? Dann bitte mit dem Mikrofon. Jürgen, frei. Ja, Musti, wie sehr hat es geschmerzt, dass Breik nicht dabei war heute? Ja, Ausfälle gibt es immer. Der Kollege hat es auch gesagt, die hatten auch viele Ausfälle. Es schmerzt. Breik hätte angefangen, natürlich. Jeder Spieler, der fehlt, der nicht spielen kann, fehlt irgendwo. Aber es ist eine Chance für andere Spieler. Wie gesagt, ist normal, gehört dazu. Guido? Ja, Herr Ünal. Ist Ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht ein bisschen zu verhalten aufgetreten oder hat denn ihr einfach zu viel Respekt vor dieser abgezockten Mannschaft von Frankfurt? Verhalten möchte ich nicht sagen. Ich habe es ja eingangs angesprochen. Wir haben einfach in den 3-4 Situationen den Gegner eingeladen, ins Umschaltspiel zu kommen. Ja, vor allem dann kurz vor der Halbzeit auch und beim 1-0. Und das haben sie dann ausgespielt. Die haben die Qualität, wir haben es gewusst, welche Qualität da kommt im Hinspiel. Das war kein Zufall. Das ist ja nicht nur Tagesform, sondern wir wissen ja, wie Frankfurt spielt. Jeder weiß es, jeder kennt die Qualität, jeder weiß, was da im Umschaltspiel passiert, wenn man nicht richtig dran ist. Und wie gesagt, das waren die entscheidenden Szenen heute. Ja, da fragt man sich, Herr Glippo, warum steht Ihre Mannschaft nicht weiter oben? Bei diesem Potenzial, was man heute gesehen hat, könnte die Mannschaft doch auch in den Aufstiegskampf eingreifen. Das war nie das Ziel, nie der Plan. Wir haben im Sinne für Spielzeit viel rotiert, vor allem vor der Winterpause. Und demzufolge haben wir das in Kauf genommen, dass vielleicht Struktur oder Automatismen oder Achsen brechen. Wir wollten den Jungs die Chance geben, sich zu zeigen. Das haben wir gemacht. Das haben wir heute auch gemacht. Ja, also, weiß nicht, wenn Sie die letzte Aufstellung sehen, nahmen die Collins Nationalmannschaft, Elias Baum Nationalmannschaft, Nacho Ferri, unser Top-Torjäger, auch nicht dabei. Daniel Dejanovic, Kapitän auf der 6, gelb gesperrt, verletzt. Dario Gebur, verletzt und so weiter. Ich will die gar nicht aufzählen. Deswegen freut es mich für Spieler wie Dritan Makkay heute, der mal von Anfang an gespielt hat, der jetzt nicht so oft Spielzeit bekommen hat, dass wir einfach das umgesetzt haben. Wir haben auch, glaube ich, vielleicht etwas auch Stuttgart überrascht in der ersten Halbzeit. Wir haben etwas an der Grundordnung geändert, auch an der Herangehensweise, weil ich musste was tun. Ja, ich wusste aufgrund der Tatsache, dass viele wichtige Spieler fehlen, dass wir das ein bisschen anders da justieren müssen. Das ist sehr gut aufgegangen und am Ende des Tages gehört es dann auch dazu. Sie haben gerade gemeint, abgezockt. Ja, also das ist das größte Kompliment, was man einer jungen Mannschaft geben kann. Und das nehme ich gerne an, sag's den Jungs weiter. Und am Ende musst du auch gegen so eine Top-Mannschaft,
die Chancen herausspielen. Ja, wir reden jetzt von 5, 6, 7 Chancen, davon haben wir 3 gemacht. So, und wir wussten um die Stärke, 15 Gegentore und auch, dass das hier eine Macht ist. Und ja, die Jungs haben es einfach gut gemacht. Jürgen Frey nochmal. Ja, nochmal an den Musti die Frage. In der Hinrunde hattet ihr gegen Balingen, Aalen, Frankfurt nicht gewonnen, nur 2 Punkte geholt, diesmal 4. Was macht dich optimistisch, dass er da jetzt auch wieder in die Spur kommt, oder besteht auch eine Gefahr, dass die Mannschaft irgendwie je näher der Saisonende rückt, möglicherweise noch nervös wird? Nee, also wir haben keinen Grund, nervös zu werden, weil da kann jeder auf uns einreden, was er möchte. Wir sind und bleiben der Aufsteiger. Wir spielen eine herausragende Saison. Die kann man gar nicht zerstören. Wir können uns nur die Krone aufsetzen, mehr nicht. Und wenn wir schaffen, bis zum Schluss vorne dabei zu sein, dann schaut man, ob es reicht oder nicht. Aber dann haben wir schon alles übertroffen, alle Erwartungen. Und natürlich schenkt man nichts ab. Aber wie gesagt, wir haben es heute gesehen, letzte Woche gesehen, vorletzte Woche gesehen, in dieser Liga kann jeder kicken. Und wir sind nicht der FC Bayern der Liga. Das wird auch mal jedem klar sein. Wir müssen dann jede Woche an unsere Grenze kommen. Und wir stehen da vorne, weil wir die Mannschaft sind, die am häufigsten an ihre Grenzen gekommen ist. Nicht, weil wir die Mannschaft sind, die den teuersten Kader hat oder die besten Spieler hat, sondern weil wir als Einheit am häufigsten am Anschlag gespielt haben. Deshalb stehen wir da oben. Ja, und daher, wir wollen natürlich weiterhin oben bleiben, oben mitspielen, dabei sein und am Schluss gucken, was kommt. Aber ich kann jetzt nicht von der Krise sprechen, wenn wir mehr Punkte geholt haben als zuvor, wenn wir Tabellenführer sind. Ich glaube, jede Mannschaft würde Haus und Hof hergeben, um da zu stehen, wo wir gerade stehen. Und das wissen wir zu schätzen. Wir sind fleißig. Wir gehen an unsere Grenzen, versuchen es maximal rauszuholen. Und dann schauen wir mal, was am Ende der Saison rauskommt. Schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es noch eine weitere Frage? Jürgen, noch einmal. Vielleicht zum Schluss noch Christian Gliebo. Sie hören ja am Ende der Saison auf bei Eintracht. Was sind denn Ihre Pläne, was Sie künftig machen wollen? Das werden wir sehen. Ja. War das Schlusswort? Sieht so aus. Dann vielen herzlichen Dank in die Runde. Ja, die Stuttgarter Kickers gehen als Tabellenführer in das Restwochenende und fahren dann am Ostersamstag zu Hoffenheim 2. Und ich denke, da wird wieder einiges getan für die Auswärtsfahrer-Tabelle, dass wir da weiterhin vor Hoffenheim und anderen Vereinen, also Erstligisten, bleiben. Und dann sehen wir uns alle wieder. Am 7. geht schon wieder weiter, am Dienstag um 19 Uhr hier im Gazi-Stadion auf der Waldau. Euch weiterhin alles Gute gegen allen, viel Erfolg und Musti, richte die Jungs auf und dann geht's weiter in diesem Sinne auf die Blaue.